Auch nach über 11 Jahren fasziniert Skyrim immer noch unglaublich viele Spieler. In Skyrim gibt es ja auch viele Waffen, Rüstungen, geheime Orte zu entdecken, aber auch spannende Quests zu erleben. Einige Fans überspannen allerdings den Bogen und stellen doch etwas gewöhnungsbedürftige Verschwörungstheorien zu Skyrim auf. Heute schauen wir uns mal gemeinsam die wildesten Verschwörungstheorien über Skyrim näher an. Ich bin der Amimus und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Skyrim, The Elder Scrolls im Allgemeinen und in Zukunft auch um Starfield. Wenn dich solche Videos interessieren, dann lasse gerne ein Abo da. Übrigens kannst du jederzeit auf meinem Kanal Kanalmitglied werden. Klick dir dafür hier unten auf Mitglied werden und erhalte im Gegenzug exklusive Vorteile. Genug gelabert, fangen wir an mit dem Video. Die erste Theorie hat auch gleich etwas mit den The Elder Scrolls zu tun, den namensgebenden Schriftrollen der Alten. Wer hätte es gedacht, die Schriftrollen der Alten spielen natürlich in der Elder Scrolls-Reihe eine wichtige Rolle. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Schriftrollen, wichtige Rolle, ihr versteht, toller Wortwitz, hey. Zurück zum Thema. Die Schriftrollen der Alten sollen alle Eventualitäten des Skyrim-Universums beinhalten. Sie zeigen die Wahrheiten, die gewesen sein könnten, die aber auch sein können in der Zukunft. Ja, die Schriftrollen der Alten können etwas verwirrend sein und ich mache das jetzt hier mal wirklich ganz einfach, kurz und knapp, in ihnen steht alles drinne, was man wissen kann und was man nicht wissen kann. Kein Wunder also, dass wenn man diese Schriftrollen liest, man erblindet. Es sei denn, man isst natürlich das Drachenblut. Und wenn die Schriftrollen der Alten wirklich alle Eventualitäten beinhalten, dann ist es ja nun logisch anzunehmen, dass Skyrim selbst in einer Schriftrollen der Alten spielt. Klingt total verrückt, aber das ist tatsächlich eine Fantheorie. Von hier aus gibt es zahlreiche andere Abwandlungen, die weniger oder mal mehr wahrscheinlich klingen. Je nachdem, wie man die Elder Scrolls, die Schriftrollen der Alten, interpretiert, kann man davon ausgehen, dass es in dem The Elder Scrolls Universum mehrere Paralleluniversen gibt. Für die letztere Annahme gibt es sogar immer mal wieder einige Hinweise bzw. Anomalien in den Welten der Elder Scrolls Spiele. Die Idee eines Multiversums ist natürlich für die Macher von Skyrim eine ziemlich praktische Sache. Denn so lassen sich leicht Logiklücken, die es in der Historie von Tamriel in einigen Stellen gibt, problemlos lösen. Was denkt ihr? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall kann man, wenn man zu sehr darüber philosophiert, dann doch vielleicht etwas verrückt werden. Mal angenommen, es gibt wirklich unendliche Realitäten, also in unserer Welt, dann müsste es wirklich eine Welt geben, wo The Elder Scrolls real existiert. Es müsste auch eine Realität geben, wo ich höchstpersönlich Sheogorath bin. Das nächste Mysterium dreht sich um die Drachenpriestermasken. Im Grundspiel von Skyrim können wir ganze 10 Stück von diesen sammeln, beziehungsweise im Grunde genommen nur 9 Stück. Und genau aus diesem Umstand entpuppt sich eine relativ spannende Theorie. Denn wenn wir alle 9 Drachenpriestermasken gefunden haben und ins Labyrinthion bringen zum Drachenpriesterschrei, bekommen wir final die 10. Maske, die Maske von Konarik. Zur Erinnerung, jede Maske in Skyrim ist verbunden mit einem Drachenpriester und nach diesen benannt. Und quasi zu jedem Drachenpriester finden wir auch einige Informationen im Spiel. Wir müssen ja sogar gegen sie kämpfen. Nur bei Konarik ist das nicht der Fall. Übersetzt bedeutet der Name Konarik so viel wie Kriegsherr, aber mehr finden wir zu diesem Drachenpriester nicht. Genau dieser Umstand ist doch etwas merkwürdig. Dementsprechend gibt es die Theorie, dass wir Konarik sind. Bedingt dadurch, dass wir alle anderen Drachenpriester bezwungen haben, werden wir logischerweise zum Kriegsherr, zu Konarik. Man kann also das Einsammeln der Drachenpriestermasken, folglich dieser Theorie, als eine Art Prüfung sehen. Sollte diese Theorie stimmen, dann wären wir nicht nur das Drachenblut, sondern auch der größte Drachenpriester, der jemals auf Tamriel gelebt hat. Jetzt wird es aber wirklich etwas verrückt, aber dennoch relativ spannend. Es geht nämlich um die Fackelwürmchen im Glas. Das erste und wichtigste zuerst, ja, ihr könnt in Skyrim Insekten im Glas finden. Diese sind ein beliebtes Dekorationsmittel, um sein Eigenheim weiter zu verschönern und kommen nur relativ selten in Skyrim vor. Und genau um diese Insekten im Glas gibt es eine ziemlich wilde Verschwörungstheorie. Die hat an sich nichts mit den Insekten zu tun in dem Glas, sondern vielmehr mit dem Glas selbst. Schaut man sich nämlich das Glas mal etwas näher an und achtet auf den Deckel, fallen einem
seltsame Runen auf. Und genau diese Runen sorgen für viele wilde, verrückte Theorien. Schließlich müssen sie ja etwas bedeuten. Und tatsächlich ist es auch einigen Skyrim-Fans gelungen, diese Runen angeblich zu entziffern. Und ganz klar, diese 5 Gläser stehen in der Verbindung mit 5 Städten, nämlich Mortal, Weißlauf, Winterfeste, Dämmerstern und Windhelm. Zieht man jetzt die Linien zwischen diesen Städten, bildet sich ein Fünfeck und weitere kleinere Fünfecken innerhalb der Fünfecken. Wem jetzt der Kopf raucht, den kann ich absolut nachvollziehen, denn ich habe selbst auch nicht geblickt, was es damit auf sich hat. Aber das Ganze zielt natürlich auf eine bestimmte Sache ab. Platziert man nämlich die Insektengläser in den jeweiligen 5 Städten, so bricht der Weltuntergang aus. Andere interpretieren wieder die Runen so, dass es sich dabei um eine große Talmor-Verschwörung handelt. Und zwar kann man aus den Runen ganz klar erkennen, dass es sich um 8 Türme handelt, die die Macht binden und die Talmor zerstören wollen, um so Skyrim untergehen zu lassen. Ich weiß wirklich nicht, wer auf so einen Bullshit kommt. Das alles ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn. Vielleicht habe ich diese Verschwörungstheorie auch einfach gänzlich falsch verstanden, aber das Ganze ist halt einfach der komplette Wahnsinn. Aber gut, es gibt halt nun mal diese Runen und jeder möchte natürlich wissen, was hinter diesen steckt. Also, was ist denn nun des Rätsels Lösung? Und keine Sorge, ich habe sogar dafür eine Erklärung. Zeit, ein altes Skyrim-Geheimnis ein für allemal zu lüften. Die Insekten in den Gläsern und die mysteriösen Runen haben nämlich absolut gar keine Bedeutung. Ursprünglich war von Seiten Bethesda geplant, die Insekten in den Gläsern in eine Quest einzubauen. Über diese besagte Quest wissen wir rein gar nichts. Es gibt nicht mehr irgendwelche Hinweise auf sie in den Spielerteilen, das heißt, sie wurde von vornherein erst gar nicht implementiert. Die Gläser mit den Insekten wurden jedoch dennoch ausgeteilt und die Runen sind einfach nur Überbleibsel von dieser Quest. Wahrscheinlich wurden sie dafür verwendet, um die einzelnen Gläser auseinanderzuhalten. Aber es gibt einige Verschwörungstheoretiker, die innerhalb der 5 Ecken der 5 Ecken noch weitere 5 Ecken entdeckt haben. Kommen wir nun zu einer Theorie, die einige sogar für sehr wahrscheinlich halten. Nämlich, dass wir, das Drachenblut, ein Aspekt von Talos sind. Beweise gibt es für diese Theorie natürlich nicht, aber es gibt einige Indizien und Gemeinsamkeiten, die das Drachenblut mit Talos teilt. Der ruhmreiche Talos, der vor allen Dingen von den Nord-, aber auch von dem Kaiserreichen als Ganzes verehrt wird, ist wirklich eine schillernde Persönlichkeit. Genau wie das Drachenblut beginnt seine Reise in Himmelsrand. Er war ebenfalls ein Drachenblut, wie wir als Drachengeborener, und ging sogar nach Hochhotgar. Und die Zeit, in der Talos gelebt hat, alias Tiber Septim, war sehr unruhig. Genauso wie die Zeiten in Himmelsrand wegen des Bürgerkriegs, aber auch wegen den Talmor recht rau sind. Wiederholt sich also hier die göttliche Geschichte von Talos. Der Umstand, dass Tiber Septim nur eine Verkörperung von Talos ist, zeigt, dass sich Talos bereits mehrere Avatare bedient hat. Warum sollten wir also auch nicht als Drachenblut auserwählt sein? Das wissen natürlich nur die Götter selbst. Nekromantie und die Magie im Allgemeinen ist bei den Bewohnern auf Tamriel zu Zeiten von Skyrim sehr verpönt. Damit kommen wir weniger zu einer Theorie als mehr zu einem spannenden Fakt über Himmelsrand. Die These ist einfach aufgestellt. Die Kultur in Himmelsrand und die Umgebung sorgt dafür, dass Nekromantie gedeihen und leben kann. In Skyrim kann man erstaunlich vielen Nekromanten begegnen und das hat auch eigentlich einen relativ logischen Grund. Während in anderen Provinzen und Ländern von Tamriel die Bewohner eingeascht werden, glauben die Nord an eine solche Art der Bestattung nicht. Ganz im Gegenteil, die alten Nord unter der Drachenpriesterherrschaft mumifizierten sogar ihre Angehörigen und steckten sie in Krypten und alte Nordruinen. Bedingt durch das kalte Wetter verwesen die Leichen langsamer. Ein absoluter Traum für jeden Nekromanten. Auch ist die Nekromantie per se in Himmelsrand nicht verboten. Tatsächlich findet man in Skyrim keinen einzigen Hinweis darauf, dass Nekromantie irgendwie nicht erlaubt wäre. Das ist doch schon ziemlich erstaunlich, wenn man mal bedenkt, wie sehr die Nord eigentlich etwas gegen Magie haben. Aber es wird sogar noch krasser, an der Akademie von Winterfeste, dem wichtigsten Ort in Himmelsrand, wenn es um die arkanen Künste geht, wird sogar Nekromantie gelehrt. Kein Wunder, dass es also in Skyrim unzählige Nekromanten und Untote gibt. Dennoch umgibt die Akademie von Winterfeste ein weiteres düsteres Geheimnis, was es gilt, gelüftet zu werden. Klick dich hier in dieses Video, um das Geheimnis zu lüften.